Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 8, Fighter Season 8. Und wir sind dran mit Kuma, oh nein. Oh. Kuma war Keihachi Mishimas Pet und ein enthusiastic member of the Mishima Zaibatsu's prized Tekken Force. But his master Keihachi fell in battle against his son Kazuya Mishima and his fate remained a mystery. The now headless Mishima Zaibatsu announced anew the King of Iron Fist tournament to select a new head of the organization. Kuma vowed to win the tournament to keep Heihachi's ambition alive and to fulfill his own dream. Okay, das ist ja storytechnisch schon mal ganz interessant. Das habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall auch schon mal ein sehr nices Outfit, was er da anhat. Gefällt. So, jetzt muss ich mal gucken, was das hier war. Panda und Kuma waren ja immer auch schon bei Tekken 3 auch schon ein bisschen tricky. Aber vielleicht kriegen wir hier irgendwas hin. Ah! Oh. Bah! Come on! Ja, toll. Also das ist ähnlich wie mit Jack 8. Hier müssen wir einfach zuhauen. Das Ding muss einfach sitzen. Bam. Ah. Weg mit dir. Ja, ich glaube, hier werde ich auch sehr... sehr limitiert sein, was so diese ganzen Kampfmoves angeht oder so. Jedenfalls, er fühlt sich nicht so sperrig an, wie man denken würde, aber... Weiß ich nicht. Ich habe bei ihm auch immer so das Gefühl, er hat zu kurze Gliedmaßen. Das hatte ich aber auch bei Tekken 3 immer schon. Dass wenn du denn treten willst oder so, dass das Bein nicht lang genug ist. Da, nice one. Zum Warmwerden war das schon mal ganz gut. Shahin. Dann mal los, direkt wieder weitermachen. Zack. Erstmal den Rücken brechen. Zum Warmwerden. Oh nein. Hier. Jetzt nochmal ab das Ganze. Zack, zack. Boah, dieses Mal hat er sogar ein bisschen gesessen. Zack. Nein. Ich sag ja, der macht den. Der macht Tritt mit rechts und du siehst das Bein gar nicht, weil es so kurz ist. Ah, aber es hat trotzdem geklappt. So, da haben wir ihm direkt das Tuch vom Kopf gekloppt. Ah, okay. Oh shit. Nein, nein. Ah, und jetzt. Power Move. Okay, zack, noch einer. Kamehameha und. Nochmal. Ah, shit. Oh nein. Mal gucken, ob wir hier mit ihm auch noch den Ultimate machen können. Im Augenblick läuft es noch ganz gut. Aber wir wissen ja Bescheid. Es kommt immer der eine oder die eine und dann läuft es auf einmal nicht mehr. Schwierigkeitsgrad habe ich so gelassen. Ja, alles wie immer eigentlich. Ja, komm mal her. Überleg mal, das wird er wirklich machen, dann wird der andere einfach weggegessen. Nein, oh, wieder zu kurz. Komm, bam. Boah, was eine Power. Ja, und nochmal, direkt oben lassen. Ah, nein. Okay, doch. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es hat gereicht. Ja, das ist wirklich das, ne? Ich denke immer, ich komme vielleicht besser klar mit diesen Charakteren, die so schnell unterwegs sind. Aber vielleicht sind es einfach die Charaktere, die einmal zuhauen und da wächst dann kein Gras mehr. Nein. Ich will es immer wieder versuchen mit dem anderen Bein auch nochmal. Jetzt. Jetzt hat er mal gesessen. Nein. Wir haben ihn doch gegriffen. Dann greifen wir ihn nochmal. Hey, nice. Ja, also man merkt es einfach, ne? Der haut zu. Oh, was ist das? Ich habe gedacht, er beißt jetzt in den Fisch rein. Okay. Kann mir das einer erklären? Er hat wohl auch gedacht, dass er in den Fisch reinbeißt und dann aber immer doch nicht mehr. So, hier bei... Leo. Da habe ich mal nachgelesen bei Wikipedia. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig, ob ich das nur so richtig auf dem Schirm habe. Aber da gab es wohl immer diese Kontroverse. Das ist ja ein deutscher Charakter auf jeden Fall. So weit, so gut.
Da gab es immer so diese Kontroverse, ob das jetzt ein Junge ist oder ein Mädchen. Ne? Und ich glaube, ich habe mal nachgelesen und das ist nicht so genau benannt, glaube ich. So richtig, wenn ich das... Oder ich glaube, da gab es auch mal einen Kommentar zu in den älteren Videos. Und dass da wohl irgendwie das nicht so ganz genau definiert ist, ob er jetzt Junge oder Mädchen ist. Ist im Endeffekt ist es auch scheißegal. Aber ich fand das nur so interessant. Ich fand das ja, oder hab das ja damals sowieso mega abgefeiert, dass wir einen deutschen Charakter dabei haben. Oh, Alter. Hier, komm, mach was. Hau ihm. Ah. Okay. Nee, er weiß ganz genau, dass das eine Waffe ist, oder was? Okay. Weggefinished. Alles klar. Ja, Kuma geht dann doch ganz gut steil. Also das ist schon crazy. So, jetzt geht's ins Finale, ne? Mal gucken, wer es sein darf. Oh, Xiaoyu. Nein. Ist sie das nicht? Also, nee, nicht mit Kuma, sondern mit Panda oder so, ne? Panda, also, wie muss ich mir das vorstellen? Im Intro wurde ja gesagt, dass Hayashi, also, dass er das Haus, Kuma war das Haus hier von Hayashi. Und sie hat doch Panda, oder nicht? Es gibt doch bei Tekken 3 dieses Video, wo sie zum Schluss dann mit Panda umherläuft. Ey, das merke ich schon. Sie ist hier mein Kryptonit, oder was? Nein! Hau sie weg! Was war das denn? Hier. Nein! Nein! Ich war mir zu sicher. Ich habe gedacht, der Griff würde durchgehen. Oh nein. Komm, mach was! Mach was! Scheiße, sie macht die Ultimate. Ich kann es machen. Nein! Ich kann es machen. Ich bin tot. Das... Nee. Oh, ist das fies, Alter. Ich kann nichts machen. Ich bin so am Arsch. Ich bin toter als tot. Wie gewonnen, so zerronnen. Eben habe ich noch den Ultimate gemacht und habe den Gegner gefinisht. Jetzt finisht sie mich, ey. Wie ich nichts gegen sie machen kann, ey. Jetzt komm. Ah, nein, zu spät geschlagen. Zu früh und zu spät. Hier, zack. Backpfeife. Und dann blockt sie das immer so kacke. Das gibt's nicht. Ich block doch auch. Nein. Ah. Komm, Ultimate. Das bringt mir nicht viel, weil sie wird es überleben und danach macht sie Ultimate und dann bin ich weg. Scheiße. Oh Mann, ey. Das ist schon echt hart. Ich sag ja. Nein, ich hab zu früh gedrückt. Komm, hau sie beiseite. Nochmal. Ja. Boah. Ey, aber das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie sie mich einfach wegdonnert. Nein. Oh, ich hasse das, Alter. Überleg mal, euch wird wirklich ein so ein Bär entgegenfliegen und ihr macht den einfach bloß so einen Schlag oder was? Wie muss ich mir das vorstellen? Und der fällt dir aus der Luft raus? Nein! Doch! Ah, so wirklich was hat das nicht abgezogen, oder? Nein! Da hat sie mich gedisst. Also ausgetrickst. Nein! Oh oh. Jetzt mal. Oh, Ultimate, aua. Autsch, 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 autsch. Lass mich auch. Ich will auch. Aua, ah. Willst du mich verarschen? Natürlich bleibt bei mir ein Dings vorm Ultimate hängen, oder was? Wie fies. Aber gut, hat ja doch noch geklappt. Also das war wild. Also man hat wirklich gemerkt, dass Xiaoyu da so unser Kryptonit war offensichtlich. Weil alle anderen hast du vorher so, da bist du durchgegangen wie durch Buddha, wie Messer durch Buddha. Aber das war schon crazy eben mit ihr. Die ist durch uns durchgegangen wie Messer durch Buddha.
Okay, wie fies. Eigentlich haben wir doch gewonnen, was soll denn das? Okay, und das, was er da im Weltall mit diesen Glaskugeln, da habe ich jetzt nicht durchgesehen, was das für einen Sinn ergeben hat, aber ja. Ne? Das soll es erstmal gewesen sein von Kuma. Eure Gedanken wie immer sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sage ich einfach mal ciao.